Okay, gehe jetzt zum Marktplatz, das ist unsere nächste Aufgabe, aber ich möchte euch herzlich in diesem Part willkommen heißen und vorher noch etwas erledigen, nämlich hier, die Truhe. Oh. Was ist das für ein Auto? Professor, wollen Sie Ihren Wagen wirklich so unbewacht hier stehen lassen? In der Stadt werde ich damit wohl nicht kommen, aber es... Also gebe ich mich mit diesem Parkplatz zufrieden. Der fährt noch! Dieses alte, es sieht etwas betriebsunsicher aus. Natürlich fährt das gute Stück. Du findest es alt? Luke, du bist noch zu jung, um den klassischen Charme dieses Automobils zu würdigen zu können. Da passe ich ja nicht mal, rein. Und einen Chauffeur haben sie auch nicht. Du solltest den Wagen wohl in Aktion erleben, denke ich. Professor, lassen Sie uns später mit Luke eine Spritztour machen. Ja, nun, warum nicht? Wow, das klingt ja sehr gut. Und das haben wir denn hier? Okay. Ja, das ist der Typ, der vorhin immer geschlafen hat. Was heißt vorhin? Am Anfang des Let's Plays immer geschlafen hat und gepennt hat. Und ich würde sagen, nach diesem kurzen Abstecher... Ich hab doch jetzt aber... Oh, scheiße. Okay. Was ich eigentlich sagen wollte... Wozu ich eigentlich überhaupt hier hingekommen bin... Die Box hier, da gibt's nämlich noch so eine Kuriosität. Halt hier, die ich gerade holen wollte, aber total verpasst habe. Na gut, okay. Das Kurzzeitgedächtnis schlägt wieder zu. Ich glaube, ich weiß schon, wie der Part laut, wie die Titelüberschrift lauten wird. Leighton's Alzheimer. So, okay. Hinweisen müssen wir natürlich wieder. Und was ist hier? Hier gibt's eine Kuriosität. Hier, wieder. Oh, und da eine Hinweismünze. Ist da noch eine Hinweismünze und bestimmt hier noch, genau. Ja, nachdem man jetzt vier Leighton-Teile gespielt hat, hat man so ungefähr raus, wo alles Hinweismünze versteckt sein kann. Ich habe die nicht irgendwie auswendig gelernt, das ist halt, sind halt ziemlich offensichtliche Verstecke. Und jetzt wieder eine Rohr. Oh, ich würde sagen, wir sprechen erstmal wie heißen die? Ich glaube im Englischen, im Japanischen ist die Tiffy oder Tiffany oder Tiffany oder irgendwie so ähnlich. Tante Toffee. Okay. Hätten Sie gerne, ja? Bedauere aber daraus was nicht. Ich fertige all meine Bonbons mit Liebe und mit eigenen Händen an. Sie sind nur für Kinder, nicht für erwachsene Naschkatzen. Bitte was? Ich darf keine Bonbons bei Ihnen kaufen? So sieht's aus. Eine erwachsene Frau wie Sie? Sie sind doch kein Kind mehr. Du hingegen, kleiner junger Mann. Wie wäre es mit etwas Karamellkonfekt? Knusperkrokant? Kokoskipfer? Ich bin nicht mehr klein. Also nein, danke. Von dir kann ich deine Begleiterin eine Scheibe abstellen. Dann wären wir ja fertig. Bis bald. Oh. Entschuldige, Emmy. Ich hätte ein paar Bonbons für Sie kaufen sollen. Ach. Schon in Ordnung, Luke. Ich bin ja kein Kind mehr. Wollen Sie wirklich keine? Sie sehen so traurig aus. Nein! Nein. Danke. Oh. Emmy bekommt keine Bonbons. Oh. Und willkommen auf dem Markt. Wir sind endlich angekommen. Der Rabenmarkt ist sicher gut versteckt. Das hier sieht wie ein ganz normaler Wochenmarkt aus. Hören wir uns ein wenig um. Nein, erst suchen wir Hinweismünzen. Ich glaube hier irgendwo war bei dem... Ja, genau hier. Okay, dann sprechen wir doch mit Louis. Ich spreche jetzt einfach irgendwie. Ich habe keine Lust mehr. Mich daran zu erinnern, wie die alle hießen. Sucht der Exot... Nee. Nein. Sucht der exotisches Gemüse? Dass man nicht den Ball findet? Fragt doch gleich Marilyn hier. Das ist ja die größte Auswahl auf dem ganzen Markt. Guten Tag. Heute habe ich frisches und saftiges Obst im Angebot. Greif zu. Ah, da läuft doch glatt das Wasser im Mund zusammen. Na, was schmeckt das hier? Oh, kennen Sie das noch nicht? Das hat einen saftig-süßen Geschmack. Hier, bitte. Oh, köstlich. Wie ein Stück vom Himmel. So nebenbei, kannst du uns vielleicht etwas über den Rabenmarkt verraten? Was? Man hört so dies und das. Die Einzigen, die sich dahin wagen, sind reich oder dumm. Oder beides.
Wir suchen nach etwas Bestimmtem. Jede noch so kleine Information würde uns helfen. Na gut, allerdings unter einer Bedingung. Ihr müsst dieses Rätsel hier für mich lösen. Das ist aber nett. Eine Obstfreunde. Vier Freunde haben sich verabredet, um ihr Lieblingsobst miteinander zu teilen. Am Treffpunkt stellen sich zuerst die Bananenliebhaberin und die Freund mit den Weintrauben ein, die ihre... die ihre Früchte auf den Boden legen. Danach kommen noch zwei mit einer Pampelmuse, eine Melone, die ebenfalls ihre Früchte auf den Boden legen, dann aber sofort so schnell wie möglich losrennen. Achso, also vier Freunde haben sich dort verabredet. Zwei kommen mit Weintrauben eine kommt mit Weintrauben, der andere kommt mit Bananen. Die legen die auf den Boden. Dann kommen zwei andere, einer mit einer Pampelmuse und einer mit einer Melone. Legen auf den Boden und rennen sofort los. Wo haben sich die Freunde getroffen? Ah, okay. Ja, das ist jetzt logisch. Ja, dazu muss man den Unterschied zwischen Weintrauben kennen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel, wir machen das mal so hier. Hier jetzt Weintrauben hinlegt. Die sind ja komplett uneben, die, was haben wir da noch? Bananen. Genau, die bleiben ja liegen, ne? Wenn man jetzt aber eine Melone und eine Pampelmuse hinlegt, rollen die ja, weil die rund sind, den Berg hinunter. Und deshalb müssen die Liebhaber, also die Freunde, dann dem hinterherrennen. Und die einzige schräge Gerade hier ist B. Weshalb sich die Freunde an der Stelle B treffen. Yay! Eine herrliche Denkaufgabe. Eine herrliche Denkaufgabe. Ja, hier sieht man das nochmal, wie die der Pampelmuse und der Melone hinterherrennen. Aber sicher doch, die Freunde trafen sich an Ort B. Oh, Lecken haben wir. Wow, Lecken. Naja, gut. Oh, jetzt habe ich vergessen zu reden. Ja, anscheinend war das kein wichtiger Hinweis. Ich muss mir angewöhnen, sofort wegzudrücken. Ich bin das gewohnt jetzt von den ganzen Rätseln, die wir gelöst haben, dass ich alles sofort wegdrücke. Wie viele Aktionen haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Da brauchen wir noch 2. Und dann können wir unser erstes Puppenspiel lösen. Hoffe ich mal, dass das jetzt die sind, die wir brauchen. Oh, und da haben wir hier... Bei der Banane war was. Da war was. Und da war was. Reden wir doch mal mit dem Typen. Wie ist denn der? Ach, hier im Deutschen heißt der Willi. Tante Toffis Süßigkeit, die dann am Markteingang ist, für mich wie der Schlaraffenmann. Sie macht das einfach das leckerste Konfekt. Die Minzbonbons und die Schokotropfen und das Karamell. Aber wenn ich daran denke, dass ich irgendwann mal zu groß dafür bin, werde ich ganz traurig. Ja, okay. Super. Herr Professor, schauen Sie mal diese glänzenden Äpfel hier. Die sehen ja lecker aus. Ja, okay. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Rätsel mit Äpfeln. Richtig. Die Apfelernte. Ah, das Rätsel ist fies. Ja, das kenne ich noch. Unter einem Apfelbaum stehen drei Körbe in unterschiedlichen Größen. Am Baum hängen 5 Äpfel. Du sollst die Äpfel pflücken, aber typischerweise musst du eine Regel befolgen, die das Ganze verkompliziert. Im großen Korb sollen mehr Äpfel sein als im mittleren. Im mittleren Korb sollen wiederum mehr Äpfel als im kleinen landen. Außerdem sollst du in jedem Korb mindestens ein Apfel sein. Bist du der Aufgabe gewachsen? So, also heißt das jetzt zum Beispiel, hier müssten wir 3 reintun. Hier 2. Und dann noch einen, den letzten hier. Und hier steht auch ganz fies drunter, bewege die Objekte mit dem Touchpad. Das heißt, nicht alle kommen drauf, dass man da so auch die Körbe bewegen kann. Also, ja, fies, oder? Und die Lösung dieses Rätsels liegt im kleinen Korb, den man dann hier reintun soll. Und ein Apfel dann noch in den kleinen Korb, im großen Korb tun soll. Das heißt, im großen Korb liegen jetzt 3 Äpfel drin. Also mehr als im mittleren Korb. Im mittleren Korb liegen jedoch mehr als im kleinen Korb drin. Das ist das Rätsels Lösung. Und voilà, meine Antwort. Super. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Okay, das war ja noch einfach.
Ach man, schade, dass die hier nicht die Rabenmarktmusik spielen. Die ist nämlich so cool. War es Ihnen zu leicht? Nein, nein, überhaupt nicht. Alles super. Okay, wo gehen wir denn lang? Wir gehen mal nach... Ach so, wir können ja bloß geradeaus gehen. So, Hinweismünzen sind hier irgendwo. Ich weiß bloß nicht wo. Ja, irgendwo muss ich ja noch... Ach jo, okay. Und wie heißt der? Roddy, okay. Na, sei Pech. Wieso muss man gleich ausgerechnet passieren? Was hast du denn? Ach, nichts. Mein Vater ist da, also muss ich aushelfen. Meine Mutter tut schon... Meine Mutter tut schon so viel sie kann, aber alleine schafft sie ganz Arbeit nicht. Also packe ich mit an. So läuft es halt im Leben. Hui, dann ist dein Vater ja sicher ganz schön stolz auf dich, oder? Wäre ja schön, ist aber nicht so. Mein Vater ist schon ein Jahr lang fort und denkt sich ja nicht mehr an uns. Nun, ich bin sicher, es gibt einen guten Grund für seine Abwesenheit. Eventuell hat er sich verlaufen oder so. Hast du mal auf dem Rabenmarkt nach ihm gefragt? Rabenmarkt? Was soll das denn sein? Wenn Sie mir nur eine Frage stellen wollen, dann können Sie mich auch in Ruhe weiterarbeiten lassen. Niemand kann uns sagen, wie man zu dem Rabenmarkt gelangt, Professor. Ich glaube, langsam glaube ich, wir sind hier völlig falsch. Amy, vielleicht sollte sie etwas in ihre Fragetechnik fallen. Und inzwischen bin ich mir sicher, dass der Eingang zum Markt gut verborgen ist. Wie wollen wir ihn also finden? Irgendwer muss Bescheid wissen. Ich weiß hundertprozentig, dass es ihn gibt. Nun, es kann nicht schaden, wenn wir uns noch ein wenig umhören. Ja, das wäre wirklich nicht schlecht. Und wir haben jetzt zwei neue Möglichkeiten. Hier scheint sich der Weg zu gammeln. Wir sollten uns auch dort drüben umsehen. Nämlich nach links und nach rechts zu gehen. Wir gehen mal nach rechts. Toppi! Toppi! Ma, nein, habe ich Toppi verpasst. Ah, ich sag immer schon den Namen von der Maus. Ja, den Namen von der Maus erfährt man später auch noch. Und hier oben ist ein Rätsel, aha. Man versteht das Rätsel, wie ich sehe. Kreismuster, aha. Dieser Kreis besteht aus drei Flächen in unterschiedlichen Farben. Mitten hindurch wurde eine Linie gezogen, die genau zu einem Drittel auf jeder der farbigen Flächen liegt. Die Flächen 1 und 3 sind gleich groß, aber was ist mit der Fläche 2? Ist diese kleiner als, größer als oder gleich groß wie Fläche 1? Überlege genau und wähle Antwort A, B oder C. Ja, gut, also, Ah, wie kann man... Ich weiß die Antwort noch, aber ich versuche das Rätsel noch so zu lösen. Ah, ich glaube, ich hab's. Nee, doch nicht. Ja, also ich kann euch ja schon mal verraten, dass das Antwort 1 und 2, 1 ist gleich 2 ist, also dass die gleich großen. Eine fordernde Aufgabe, ohne Zweifel. Ich habe auch schon eine Ahnung, wie man das macht, aber das jetzt zu erklären wäre schon wieder zu kompliziert und würde schon wieder zu lange dauern. Ja, hier ungefähr so habe ich mir das auch gedacht. Ja, ja, ihr wisst schon. Alles klar, ne? Nee. Ja. Exakt, alle Flächen sind gleich groß. Am einfachsten kommst du darauf, indem du mit Halbkreisen arbeitest, wie du hier links siehst. So, das wäre erledigt. So. Nee. Da ist noch eine. Und wo ist noch eine? Da ist noch eine. Okay, dann sprechen wir mal mit den zwei hier. Ich weiß aber nicht, wie die auf Deutsch heißen. Veronika und Rocket, aha. Rocket, ist doch nicht alle Bonbons auf einmal. Was wird Mama denn sagen? Ich hab da nicht mal probiert. Oder ein wenig dran geknabbert. Hör mal, ich geb dir einen Zitronenrops, wenn du Mama nichts verrätst. Willst du mich etwa bestechen? Mit einem lächerlichen Zitronen. Hui, das ist echt lecker. Hallo, ihr zwei. Rocket war's.
Ach Moment, ich dachte, du wärst meine Mutter. Erschreck mich doch nicht so. Bitte erzähl keinem, dass wir schon wieder naschen, ja? Ja, Mama ist ziemlich schlimm, wenn sie sauer wird. Wir dürfen zwischendurch nichts Süßes essen. Okay, die Stimme war jetzt total bescheuert. Mir gehen so langsam die Stimmvariationen aus, also nicht wundern. Gehen wir nochmal nach links, das sind bestimmt auch noch ein paar Leute. Genau. So, das ist, glaube ich, eine Kuriosität. Oder eine Hinweismünze? Oder eine Hinweismünze? So, da war hier zwischen den Streber irgendwo, genau hier oben. In der blauen Tür noch. Ansonsten noch irgendwas hier. Nee, ansonsten nichts. Okay. Brr. Archie. Na, ich weiß, was ich da mein. Ja, ich hab ich. Alles, was ihr hier gehört, hab ich mir. Ja, und? Das ist doch bloß ein Haufen Müll. Müll? Hey, Moment mal. Du bist doch der Sohn vom Bürgermeister, oder? Du bekommst deine ganzen Sachen bestimmt brandneu gekauft, ja? Spielzeug, Klamotten, alles. Versuch mal, wie andere Kinder zu leben. Wenn wir was Schönes auf der Straße finden, behalten wir es. Tut mir leid. Ich wollte nicht. Für dich ist es vielleicht nur ein Haufen Abfall. Aber für uns ist es ein Berg voller Schätze. Entschuldige, dass ich das eben gesagt habe. Ich dachte nur... Ach, ist schon gut. Ich hätte dich ja auch nicht gleich so anfahren müssen. Was machst du hier, hm? Also eigentlich, wir suchen den Rabenmarkt. Weißt du vielleicht, wo er ist? Rabenmarkt? Gibt es ihn überhaupt? Ich habe gehört, dass man dort seltene Kunstwerke kaufen kann. Aber man weiß es nicht. Aha, seltene Kunstwerke. Oh Gott, das ist der Typ, der so bescheuert aussieht. Entschuldigung, nehmen wir mal nicht. Ich weiß ja nicht. Egal, was es ist. Fragen Sie Frau mit Süßigkeiten. Die weiß Bescheid über alles und jeden. Gut, vielen Dank. Wir werden sie bei nächster Gelegenheit aufsuchen. Und das machen wir jetzt auch. Wir suchen die Frau namens Tante Toffi. Mal sehen, was sie so weiß. Und was sie weiß, das erfahren wir im nächsten Part. Also, bis dann. Ciao. Winke, winke mit dem Lolli. Mach winke, winke mit dem Lolli. Winke, winke.